Heute geht es um das CAT B40. Was das Feature Phone mit Hygiene Plus wirklich drauf hat, zeigen wir euch gleich in diesem Video. Ja, hallo, ich bin Stefan von Brodos. Und ich bin Markus auch von Brodos. Ja, Markus, Hygiene ist das neue Thema bei CAT. Ich habe neulich schon zusammen mit dem Stefan Heikhaus von CAT das CAT S42 H Plus vorgestellt. Und H Plus, haben wir gelernt, steht für Hygiene Plus. Was bedeutet denn das? Also Hygiene Plus, was kann ich mir darunter vorstellen? Ja, letztendlich ist es resistent gegen Bakterien. Mhm. Und das ist auch bei diesem Modell, so beim B40, was wir heute zeigen. Das ist letztendlich auch mit einer eigentlich keine Silberbeschichtung, sondern diese Silberpartikel, die sind direkt im Material, also in der Oberfläche eingearbeitet. Also eingearbeitete Silberionen und genau. Die sind dann antimikrobiell, also das heißt gegen Keime und da habe ich gelesen, gibt es sogar eine ISO-Zertifizierung. Das ist auch ISO-zertifiziert, ja, das blenden wir hier mal kurz ein. Aha. Ja, also das ist wirklich spannend und wenn man das Produkt so in der Hand hat, dann muss man sagen, einfach mega robust, so wie man es von CAT-Phones auch kennt und auch im Detail clever designed. Ist nämlich hier auch nochmal ein extra erhabener Rahmen, sowohl auf der Vorderseite, ich drehe es auch nochmal, dass man es nochmal sieht, als auch auf der Rückseite. Und damit ist also dann auf jeden Fall mal das Display entsprechend geschützt, wenn das Telefon auf der Seite irgendwie aufknallen würde. Und die Kameralinse auf der Rückseite, wobei, ich glaube, Kamera, Markus, ist jetzt bei dem Produkt nicht im Vordergrund. Ist eine 2-Megapixel-Kamera, also lassen sich Bilder machen. Okay. Also für den Standard-Schnappschuss funktioniert es. Ich glaube, das sehr viel Wichtigere ist die Zertifizierung. Also es ist ja nicht nur robust, sondern auch zertifiziert. Mit welcher IP-Zertifizierung? IP68 und IP69 zertifiziert. Okay. Und IP68 ist ja vor allem Staub und feinster Sand. Also das heißt, da kommt wirklich nichts rein. Und es sieht auch tatsächlich entsprechend verschraubt aus. Und da bin ich mir auch sicher, dass nichts reinkommt. Wir werden es aber nochmal testen. Und IP69, das ist ja dann wirklich für Wasser, du kannst es irgendwie über 1,5 Meter unter Wasser tauchen. Man kann es mit Spüli, mit Bleiche, mit Alkohol auch desinfizieren. Obwohl, und das nochmal, es ist ja mit diesen Silberpartikeln verarbeitet, an sich schon ISO-zertifiziert kann man, und das zeigen wir auch gleich nochmal, wir haben das vorbereitet, dass man das Telefon auch wirklich unter dem Wasserhahn waschen kann. Oh, also Hygiene, echtes Thema, nicht nur aktuell, sondern glaube ich auch in Zukunft ganz wichtig, dass man einen hygienischen Begleiter hat, den man den ganzen Tag dabei hat. Robust haben wir schon gesagt. Jetzt ist auch die Frage, hält denn auch so ein Akku lange? Ist also auch der Akku robust? Ist ja bei Feature Phones generell immer ganz gut. Bei dem hier auch, also 30 Tage Standby. 30 Tage Standby. 11 Stunden Sprechzeit. Okay, also das ist echt eine Menge. Ja. Und Ladegerät ist ja heute bei den Smartphones, also zumindest bei den Android-Smartphones, USB-C Standard. Wie ist das hier? Das ist zum Glück auch USB-C, das heißt Standard-Ladefunktion ja mittlerweile schon. Mach es einmal auf und zeig es einmal. Also hier auch. Das heißt, wenn man also von seinem Smartphone USB-C hat, dann ist das ganz clever gelöst. Dann braucht man auch das Ladegerät nicht wechseln. Und ist auch wirklich gut verschlossen hier, macht einen guten Eindruck. Ja, jetzt ist das ja so ein richtiges Outdoor-Tool und Outdoor, das braucht man ja manchmal dann auch in lauten Umgebungen, Markus. Und da ist es ja wichtig, dass man Anrufe auch gut hört. Hat einen fetten Lautsprecher am Ohr. Ja, richtig, ja. Also es ist wirklich, also der Lautsprecher ist circa 20% stärker als die meisten Lautsprecher, nämlich bis zu über 100 Dezibel schafft der, also okay. Ist richtig laut. Also Baumaschine nebendran oder Flughafenvorfeld, kein Problem. Also wirklich der mobile Begleiter macht sich echt bemerkbar. Und es ist noch eine zweite Funktion drin, die auch ganz spannend ist. Ja, das ist die Taschenlampe und die hat tatsächlich 100 Lumen. Also die ist auch sehr, sehr stark. Okay, also ich versuche das jetzt mal. Das ist relativ einfach. Einmal kurz nach oben gedrückt und schon... Zeig es nochmal nach oben. Also, blendet ganz schön. Dir tue ich es jetzt nicht an. Nee, danke. Also, wir haben es vorher irgendwie auch nochmal getestet. Also, da will man nicht lange reinschauen, weil es wirklich super hell ist.
Und das ist eine LED-Taschenlampe, toller Begleiter und glaube, das geht einem oft so, dass man sagt, Mensch, Smartphone-Taschenlampe macht man an, aber die ist dann im Zweifel mit 20, 30 Lumen unterwegs und hier sind wir irgendwie über 100. Das ist tatsächlich schon ganz beachtlich. Betriebssystem auf dem Gerät ist? Das ist ein proprietäres Betriebssystem, also hat sich CAT einfallen lassen. Ich zeige das mal. Sieht man auch, eigentlich ganz aufgeräumt und ganz gut strukturiert. Hat ein Radio, einen Wecker, man kann Fotos anzeigen, Kalender, Taschenrechner, Spiele, wenn es einem langweilig ist, Kontakte, Nachricht, Anrufe. Also heißt, kein WhatsApp. WhatsApp geht leider nicht. Ja, okay, aber ganz ehrlich, dann SMS gibt es ja auch noch darüber ist man dann erreichbar. Ja, vielleicht nochmal zur Empfangstechnologie. Es war jetzt sehr viel in der Presse in der Vergangenheit, dass das 3G-Netz abgeschaltet wird. Was kannst du mir dazu sagen? Also wir haben hier einen 4G-Chip drin, also im 4G-Netz lässt sich einbuchen und geht auch bei ausgewählten Netzbetreibern auch Volte. Ja, also in Deutschland Volte, das heißt, also wenn 3G abgeschaltet wird, dann kann man auch sicher sein, dass man über 4G telefonieren kann. Glaube ich, das ist eine ganz gute und auch ganz wichtige Nachricht. Neues Produkt, natürlich auch zukunftsorientiert. Ja, Markus, was muss man denn anlegen für das B40? Ja, UVP ist 79 Euro. Okay, ja. Also würde ich sagen, insgesamt für tolle Taschenlampe, lautes Produkt, super robust, echt ein okay Preis. Bin gespannt, wie ihr das unten kommentiert, wie ihr das Telefon findet, was euch fehlt. Ja, Markus, dann würde ich sagen, spannend. Wir machen jetzt gleich nochmal den Härtetest. So, dann versuchen wir das mal. Also, lässt sich auch bedienen hier. Okay, also da ist kein Wasser drin. Hätte mich jetzt auch gewundert. War natürlich jetzt auch nicht 1,5 Meter, ne? Gut, also das war jetzt der Drop-Test aus niedriger Höhe. Aber jetzt schauen wir mal. Gut, also außer Schmutz. Also lässt sich auch in so einer Umgebung weiterhin hervorragend bedienen. Schaut gut aus, würde ich sagen. So, also handelsübliches Spülen. Schauen wir mal, dass wir das Telefon wieder sauber bringen. Jawohl, schön einseifen. Also, wie man sieht, sieht man noch was. So, also. Meine Spülergebnisse könnten noch ein bisschen besser sein, aber ganz ehrlich, das schaut schon mal verdammt gut aus. So, und so wie man es eigentlich mit den Fingern machen würde, ich würde jetzt hier nochmal eine Bürste nehmen und drüber gehen und dann sind auch alle Zwischenräume wieder super sauber, aber macht dem Telefon gar nichts aus. Also das war jetzt hier handelsübliche Spüli und würde auch mit Alkohol und anderen Mittelchen gehen. Ja, also Markus, ich muss sagen, unter Wasser, Produkt hat seine Versprechen eingehalten, jetzt zumindest in dem Test, echt beeindruckend. Also ich finde es ganz cool, echt robust und ich würde sagen, wenn ihr andere neue Produkte, die Markus mitbringt, sehen wollt, dann abonniert einfach den Kanal, setzt die Glocke und dann seid ihr immer aktuell informiert. Klasse. Markus, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Danke.